Kommen wir schon zum nächsten Block. Und zwar geht es jetzt in eine Podiumsdiskussion. Ich freue mich, einen Wegbegleiter mal wieder zu sehen, den Helmut Drummer. Er ist Geschäftsführer der IDH Con GbR. Ich glaube, Ihnen allen hinlänglich als Überzeugungstäter im Krankenhausfeld auch bekannt. Und er hat die spannende Aufgabe, mit Ihnen einen Exkurs zu gehen zum Thema, wie Sie smarten Nachwuchs im Klinikeinkauf gewinnen und halten können. Ich glaube, das war unsere heutige Reise. Wir brauchen neues Denken. Wir brauchen auch Veränderungen natürlich im Einkauf. Wir brauchen aber auch andere Fähigkeiten. Und das ist ganz spannend, weil Sie in der Krankenhauslandschaft stehen, in der Competition zu allen anderen Branchen. Im Moment gibt es vielleicht noch einen Moment, dass die Privatwirtschaft unter Umständen nicht der attraktivste Arbeitgeber ist. Nichtsdestotrotz muss man schauen, wie man denn auch weitere Talente hineinbekommt. Und ich sehe schon die ersten Diskutanten langsam. Mir fehlt nur noch der Herr Drummer, den ich leider im Moment noch nicht im Bild habe. So, also ich begrüße schon mal Frau Ohlthafer. Herrn Winkler sehe ich wieder, Herrn Koch sehe ich, Frau Brase sehe ich, mehr Frau Herbst ist auch wieder zurück. Nur der Herr Drummer fehlt immer noch. Ich frage mal den Support mit Stefan und Tim. Habt ihr bereits eine Rückmeldung? Wir versuchen gerade ihn zu ansprechen, anzusprechen und wir sehen ihn auf jeden Fall. Sein Kamerasymbol ist auch da und aber sein Mikrofon scheint noch nicht richtig eingestellt sein. Also kleiner Tipp nochmal wie in der Vorbereitung. Unten bei dem Stummschalten ist ein kleines Dreieck, Herr Drummer. Da einmal mal draufklicken und schauen, ob das Richtige ausgewählt ist, das richtige Mikrofon und das richtige Ausgabegerät. Und bei der Kamera ist es entsprechend das gleiche Vorgehen, auch wieder auf das Dreieck unten bei Video abbrechen, einmal draufklicken, das richtige entsprechend Videoausgabegerät auswählen. Ich habe das gerade mal deaktiviert aus Versehen mit meinen flinken Fingern. Genau, und dann entsprechend kann man dann das dort auswählen. Wir haben es gestern generalprobenmäßig geprüft. Es hat auch alles wunderbar funktioniert. Ich bin sehr optimistisch, dass wir alle gleich zusammen sein werden. Jetzt sind Sie aktiv angezeigt, Herr Ja, Drummer. hören Sie mich jetzt? Ja, wunderbar. Perfekt. Bin ich auch zu hören? Ja, wir können Sie gut verstehen, Frau Oldhafer. Alles klar, danke, Herr Bauer. So, Herr Drummer, dann übergebe ich Ihnen das Wort und wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihren Hören Sie? Fragen. Hören Sie mich? Ja. Wir hören Sie und Ihr Videobild ist derzeit nochmal. Nochmal wieder auf das Video aktivieren klicken. Wenn es durchgestrichen ist, ist es aus. Wenn es nicht durchgestrichen ist, ist es an. Super. Sie hören mich jetzt. Wir hören Sie und wir sehen Sie. Perfekt, es kann losgehen. Super. Okay, alles klar. Und es ist auch live. Es ist live, auch bei YouTube. Den Ton würde ich im Hintergrund einmal ausmachen, weil den hört man jetzt leider doppelt, weil YouTube etwas wie beim Fußball, wie wir das kennen, immer etwas, die einen jubeln schon und bei Sky 3 Minuten später jubeln die anderen dann erst. Okay. Genau, deswegen hört man das etwas zeitverzögert im Hintergrund. Und Genau. jetzt hören Sie mich und sehen mich. Jetzt sehen wir Sie, genau. Wir hören Sie Okay. und sehen Sie, genau, Sie können jetzt einsteigen. Alles klar. Gut, dann freue ich mich dabei zu sein, dass es funktioniert. Freue mich auf interessante Diskussionen. Das Thema ist ja spannend. Ich habe mal so gegoogelt, wie die Besten so ihre Personalpolitik beschreiben. McKinsey hat seine Leitlinie für Personalgewinnung mal so beschrieben: Alle wollen die Besten, wir wollen die Außergewöhnlichen. Das ist die Frage, wie die Krankenhäuser da im Moment stehen, wie sie sich auf den Weg machen, die Außergewöhnlichen und vielleicht auch die Besten und Außergewöhnlichen zu finden. Dazu haben wir heute ein interessantes Teilnehmerfeld. Ich freue mich drauf auf die Diskussion. Und es gab im Vorfeld auch schon eine
spannende Auseinandersetzung im Internet und über die Medien. KMA hat einen spannenden Artikel veröffentlicht, dem der Think Tank von Krankenhauseinkauf prompt auch widersprochen hat. Und ich freue mich, dass wir heute den Autor dieses Artikels dabei haben, nämlich Herrn Tim Bauer. Und ich möchte ihn zuerst einmal begrüßen und bitten, diese beiden Artikel und das, was er dazu geschrieben hat, kurz zusammenzufassen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Drummer. Also war folgendermaßen, es war ungefähr Anfang Mai. Da hat der Thieme Klinikeinkauf, ist auch eine Zeitschrift des Thiemes Konzept, die KMA quasi auf ihrem Online-Blog, den Artikel entsprechend veröffentlicht, der auch gedruckt worden ist in der Ausgabe. Entsprechend Klinikeinkäufer verstecken, hieß die reißerischere Überschrift, sollte durchaus zur Diskussion anregen. Als er veröffentlicht worden ist, haben wohl ist ein gutes Zeichen für das Format Thieme Klinikeinkauf, ziemlich schnell in unserem Chat die Leute schon aufgeschrien, habt ihr das gelesen? Könnt ihr dem folgen? Wie seht ihr das? Und es ging halt darum, dass man auch nach Auffassung der Autoren entsprechend die Klinikeinkäufer, gerade die Youngstars, die potenziellen verstecken müsste, damit die bösen, in Anführungsstrichen zu setzenden Headhunter nicht aufmerksam werden auf diese guten Kolleginnen und diese entsprechend uns nicht abwerben können. Wir haben das hoch und runter diskutiert, fanden das sehr, sehr spannend, diesen Ansatz, aber wir konnten ihn absolut nicht folgen, weil wir sind absolut anderer Meinung. Wir haben dann ein paar Impulse auch im Chat ausgetauscht und daraus wurde eine ziemlich große Story. Und dann hat man den Wunsch an mich herangetragen, ob man nicht diese ganze lose Blattsammlung an Diskussionen entsprechend mal strukturiert zusammenfassen könnte und unseren Gegenvorschlag machen. Also wir haben viele Instrumente und Assessments, glaube ich, beschrieben, auch in dem Artikel, wo ich jetzt gar nicht, da bräuchten wir jetzt auch 2, 3 Stunden, um das alles zu diskutieren. Wir haben aber einen Blumenstrauß, wie ich es entsprechend ja auch im Outgo quasi beschrieben habe, an Möglichkeiten beschrieben, wie man unserer Meinung nach smart Zukunftskräfte halten und gewinnen kann, ohne sie verstecken zu müssen. Weil das ist ja auch der Beweis heute, wir machen einen Online-Kongress. Die Vorrednerin, ich verstecke meine Mitarbeiter nicht, die durfte ja auch über ihre Erfolge entsprechend sprechen. Wir glauben auch, man darf auch mal über Misserfolge sprechen. Das ist aber auch ein Lernprozess, eine Kulturfrage, gehört aber auch zum vollumfänglich dazu. Und ja, so ist es. Und so ist es gekommen. Und heute ist das eigentlich so entstanden, dass wir ein Folgeformat anbieten wollten. Und das haben wir jetzt hiermit getan, um auch nochmal quasi in die Diskussion einzusteigen, anstatt nur wild zu pöbeln. Wir haben entsprechend ein Angebot gemacht, eine Reaktion und gehen jetzt dazu in den Dialog. Genau. Gut, vielen Dank. Ich denke, Sie werden im Laufe der Diskussion noch den einen oder anderen Punkt konkret erwähnen. Das Thema ist spannend, es ist überlebenswichtig, denke ich, für unsere Kliniken. Und insofern ist es nicht mehr als recht, dass wir dieses Diskussionsforum mit äußerst interessanten und sehr kompetenten Personen besetzt haben. Mit Experten aus unterschiedlichsten Professionen und Branchen. Und es wird bestimmt ein spannendes Bild auf das Thema werfen, wie gewinnen wir smarte Nachwuchskräfte. Ich darf Ihnen die Teilnehmer kurz vorstellen. Und das mache ich in alphabetischer Reihenfolge. Herr Florian Bechtel vom Universitätsherzzentrum Freiburg ist Gesundheits- und Krankenpfleger. Er arbeitet auf der Intensivstation, ist ehrenamtlich tätig, Gründungsmitglied von Hashtag Gesundheit e.V. Und ein Branchenexperte beschreibt ihn wie folgt: Florian ist ein junger, sympathischer und höchst qualifizierter Kenner der stationären Pflegebranche. Er ist Praktiker, Netzwerker, Redner und Co-Startup-Macher. Herzlich willkommen. Wir heißen herzlich willkommen Frau Sabine Brase. Sie ist Pflegedirektorin im Klinikum Darmstadt. Sie ist dort Pflegedirektorin und damit auch Mitglied der Krankenhausleitung. Sie ist Geschäftsführerin im Bildungszentrum für Gesundheit Mathildenhöhe in Darmstadt, freiberuflich Coach, Referentin und Autorin im Brase Coaching Consulting. Und eine ihrer Veröffentlichungen hat den Titel „Im Kampf gegen den Fachkräftemangel: Eine herausragende Arbeitskultur schaffen“. Genau. Wir begrüßen Frau Tanja Heiß von ID Native. Sie ist dort Geschäftsführerin. Sie ist Dozentin, Referentin, Autorin und Impulsgeberin. Und sie sagt, mein Antrieb ist, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Fingerabdruck zu hinterlassen, Marken und Menschen voranzubringen durch die Arbeit an Werten, Zielen und Haltung.
Wir heißen auch Sie herzlich willkommen und Sie kennen bereits auch Frau Vanessa Herbst vom Einkaufskontrolling Klinikum Region Hannover. Sie hatten einen interessanten Wechsel vollzogen von der Lebensmittelbranche ins Krankenhaus, hat Gesundheitsmanagement studiert und besetzt jetzt eine sehr interessante Stelle, die es vor einigen Jahren noch gar nicht gab, als die Einkäufer nur Beschaffer und Sparer waren. Einkaufscontrolling in der Abteilung Beschaffungsperformance. Herzlich willkommen. Herr Nils Koch von den SRH-Kliniken ist dort Leiter des Zentraleinkaufs. Und eigentlich erfüllt er alle Wünsche und alle Wunschkriterien eines Personalchefs. Er ist jung, charmant, hat trotzdem schon unglaublich viel Erfahrung. Seit 20 Jahren im Krankenhaus, viel Erfahrung in Leitungsaufgaben und ist heute, wie gesagt, Leiter Zentraleinkauf SRH-Kliniken. Wir begrüßen Frau Katharina Nolden vom Klinikum Region Hannover. Sie ist Recruiting-Expertin und Blogautorin, Projektleiterin Digitales Personalmarketing, Expertin in der Gesundheitsbranche und sie hat das System Web Analytics im Recruiting entwickelt. Sie hilft bei der Anpassung ihrer persönlichen Karriereseite für Google for Jobs. Herzlich willkommen. Wir heißen herzlich willkommen Frau Dr. Martina Oldhafer von Oldhafer MediChange. Sie ist dort Geschäftsführerin, sie ist promovierte Medizinsoziologin und begleitet komplexe und spannende Veränderungsaktivitäten in Gesundheitsunternehmen. Und sie war ehemals im UKSH beschäftigt, dann weiß sie, was Veränderungsaktivitäten bedeuten. Ihre Arbeit hat vor allem Schwerpunkt in strategischen Fragestellungen, Change-Prozessen. Und sie sagt von sich, ich bin eine Unruhestifterin. Da möchte ich Sie nachher noch sprechen. Wir begrüßen Herrn Florian Winkler von Solute Recruiting. Er ist dort Geschäftsführer und bezeichnet Solute Recruiting als eine dynamische Beratungsboutique im Gesundheitswesen. Das interessiert uns, was er da macht und wie er sich als Sparringspartner für die Leistungserbringer, Kostenträger sieht und was er uns an Ratschlägen weitergeben kann. Ja, und mein Name ist Helmut Trummer. Ich war lange Jahre im Diakonieklinikum beschäftigt und bin jetzt Geschäftsführer der EDH Consult. Und wenn Sie wissen, dass ich aus Stuttgart komme, dann ist auch hiermit klar, dass wir über alles reden können heute, nur nicht über Fußball. Fragen möchte ich in umgekehrter Reihenfolge beginnen und ich freue mich vor allem über kurze und würzige Antworten. Herr Florian Winkler, Geschäftsführer Solute Recruiting. Was dürfen wir uns unter einer Beratungsboutique vorstellen? Das würde uns zunächst kurz interessieren. Ich musste gerade schon bei der Einleitung schmunzeln, es ums Verstecken ging, weil wir die bösen Headhunter sind. Und ich kann Ihnen sagen, wir finden die Personen, auch wenn sie verstecken. Dafür haben wir genug Mittel an der Hand. Wir besetzen Führungspositionen in Kliniken und haben es uns wirklich zum Ziel gemacht, Organisationen zu verändern. Und in der Regel bedeutet das eben nicht nur eine Stelle mit jemandem zu besetzen, sondern auch eine Organisation zu verändern. Mhm. Wir haben vorher sehr deutlich gehört, in Organisationen sich Prozesse entwickeln, neue Systeme eingeführt werden. KRH im Vorfeld war wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wenn man so eine Abteilung aufstellt mit spannenden Projekten, mit spannenden Entwicklungen, dann muss man sein Personal auch nicht verstecken, weil dann haben die Leute dort Spaß zu arbeiten, können Dinge voranbringen und dann tun wir uns auch deutlich schwer, da jemanden rauszueisen. Mhm. Das ist wie in einer guten Beziehung, wenn es noch spannend ist, wenn Feuer in der Beziehung ist, dann schauen auch andere grüne Wiesen vielleicht gar nicht so grün aus, sondern maximal vielleicht ein bisschen verlockend. Man guckt vielleicht mal, aber man geht zumindest nicht. Ja, da schließe ich meine Frage an, denn Sie kennen ja auch andere Branchen als die Kliniken. Können Kliniken im Rennen um smarte Nachwuchskräfte im Management denn wirklich mitbieten? Was können Sie denn bereits jetzt in die Waagschale werfen, um Nachwuchskräfte und gute Nachwuchskräfte zu gewinnen? Also ich glaube, dass wir in Kliniken, insbesondere in den Verwaltungsbereichen und bei den meisten Kliniken muss man von Verwaltungsbereichen sprechen,
wirklich noch ganz viel Nachholbedarf haben. Und meine Erfahrung ist in verschiedenen Besetzungsverfahren, dass der Kopf eben immer vom, oder der Fisch vom Kopf her stinkt. Wenn der Vorstand sich Veränderungen wünscht, eine Führungskraft oder auch Mitarbeiter aus der Industrie einkaufen möchte, um jetzt alles neu zu machen, aber sich keine Veränderung eigentlich wirklich einstellen darf. Wenn die Schranken genau die gleichen bleiben, wie vorher da waren, dann verändert sich nichts. Aus dem Grund ist, glaube ich, im ersten Moment wirklich ein Umdenken nötig. Und ich glaube, da wird Frau Ulthafer im UKSH ja auch mit Sicherheit die ein oder andere Erfahrung gemacht haben und diverse andere. Einfach, ich sage mal, 5 Industry-Einkäufer in ein Krankenhaus zu schmeißen, das macht es nicht besser. Es muss wirklich Wunsch da sein, Strukturen anzupassen. Und dann kann mit Sicherheit so ein bisschen Blut aus oder frisches Blut aus anderen Branchen sehr hilfreich sein. Aber ist auf jeden Fall kein Allheilmittel an sich. Ja, das war ein eleganter Übergang eigentlich zu Frau Dr. Ulthafer, die ja wirklich viele Veränderungsprozesse begleitet hat. Und meine Frage ist, wo würden Sie in den Krankenhäusern denn gern mal etwas Unruhe stiften, um Verbesserungen bei der Gewinnung von smarten Nachwuchskräften zu erreichen? Hallo? Fühlt sich noch nicht angesprochen. Frau Ulthafer? Frau Ulthafer muss ihr Mikrofon wieder anmachen. Dann hört man sie auch. Jetzt müsste es gehen. Geht jetzt? Nee. Ich gehe so lang zu Frau Katharina Nolden. Und frage Sie als Recruiting-Expertin und Blogautorin, welche Rolle spielen denn in der Zwischenzeit die sozialen Medien beim Recruiting von jungen und smarten Nachwuchskräften? Sie spielen schon eine relativ große Rolle, wobei sie den Online-Jobbörsen noch nicht den Rang ablaufen konnten. Aber insofern, dass neue Talente gerne Einblicke in den Arbeitsalltag haben möchten von ihrem Arbeitgeber. Sie wollen ihre zukünftigen Chefs schon mal kennenlernen, zukünftige Kollegen schon mal kennenlernen. Sie erwarten, dass es nicht nur eine Stellenanzeige ist mit allgemeinen Floskeln oder ein Hochglanz-Marketing-Magazin, sondern sie wollen Authentizität. Und dafür eignen sich die sozialen Medien sehr gut. Und wie wichtig sind für Sie die gelebten und praktizierten Konzepte der systematischen Weiterentwicklung des Mentoring und Coaching für Nachwuchskräfte? Wird das bei der Bewerbung und bei der Einstellung tatsächlich schon nachgefragt? Ich glaube, dass das noch nicht so stark nachgefragt wird. Und ich glaube auch gar nicht, dass diese Programme gar nicht so wichtig sind, sondern ich glaube, dass wir viel mehr auf selbstorganisiertes, vernetztes Arbeiten und Lernen setzen müssen. Die Mitarbeiter müssen anhand von Aufgaben, die sie gestellt bekommen, die Möglichkeit haben zu wachsen und zu lernen und nicht einen Vorgesetzten haben, der sie dann in ein Mentoring-Programm steckt. Also ich will nicht sagen, dass Mentoring-Programme total unsinnig sind, die kann man auf jeden Fall auch anbieten, aber ich glaube, viel mehr macht es Sinn, sich die intrinsische Motivation und aufgabenbezogen Neugier zunutze zu machen und hier Freiräume zu geben, zum Beispiel an dieser Konferenz hier heute teilzunehmen. Ja, genau. Ja, da stellt sich meine Frage an Herrn Koch von den SAH-Kliniken. Sie haben ja bestimmt auch schon viele Mitarbeiter eingestellt, viele Bewerbungsgespräche geführt. Was würden Sie in die Waagschale legen, um eine gute Nachwuchskraft für Ihr Unternehmen, für Ihre Abteilung zu gewinnen? Hallo erstmal, also versteht man mich auch? Ja. Ja, gut. Ich denke, das ist genau das, was mich ja auch antreibt im Bereich Gesundheitswesen, Einkauf im Gesundheitswesen. Ich glaube, wir haben hier ein Arbeitsfeld und ein Aufgabenfeld, das im Einkauf so vielfältig ist wie kaum ein anderes. Also kannst du ja mal ganz einfach sagen, wir beschaffen ja fast alles vom Bleistift bis hin zum, sagen wir, OP-Roboter, MRT-Gerät, so ungefähr. Ja. Ich glaube, das ist einzigartig in dem Bereich. Wir haben da doch
eine Vielzahl von Themenfeldern, die wir da beackern im Vergleich zu sicherlich anderen Einkaufsbereichen, auch in der Industrie. Das ist das eine. Und das zweite ist, was auch, finde ich, A, eine Herausforderung ist, aber auch B, eine doch auch ungeheure Motivationsspritze ist, glaube ich, das Thema, dass wir doch im Vergleich vielleicht auch zur Industrie bei vielen Sachen noch nicht ganz so fortschrittlich sind, hinten dran sind und wir dann auch ganz viele Möglichkeiten und Potenziale haben, um das System weiterzuentwickeln und auch, ich sage mal, ein Stück weit sich selber zu verwirklichen. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was dann Spaß macht, mir selber Spaß und auch den jungen Leuten Spaß macht und wo man einfach selber auch was schaffen und erschaffen kann. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Pfund, das man da dann doch in die Waagschale werfen kann. Ja, ist eine richtig gute Ergänzung zu dem, was Frau Nolten auch gesagt hat und führt uns eigentlich so richtig schön durch das Thema. Und ich möchte die nächste Frage an Frau Vanessa Herbst stellen, die Sie ja gerade gehört haben. Sie haben ja einen tollen Job da gemacht, haben das vorgestellt. Sie kommen ja nicht aus dem Krankenhaus. Was hat Sie motiviert, im Krankenhaus anzufangen? Sie persönlich, was hat Sie damals gereizt? Also der Transfer oder der Umgang im Krankenhaus ist mir jetzt nicht ganz fremd. Also Sie haben schon recht, ich habe eine Zeit lang im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet, neben dem Studium. Das war auch herausfordernd und anstrengend tatsächlich, weil man in einem Supermarkt ja eher so das Mädchen für alles ist, von Reinigungskraft bis Problemlöser an der Kasse und Zuhörer bei etwas älteren, betagten Damen, die gerne einfach nur mal einen Schnack halten möchten am frühen Morgen oder am späten Abend. Gelernt bin ich aber Kauffrau im Gesundheitswesen tatsächlich. Also ich habe mit 16 angefangen, diese Berufsausbildung zu machen und habe auch im Laufe dieser 3 Jahre gemerkt, dass das Themenfeld Krankenhaus oder auch generell Gesundheitswesen super spannend ist und dass mir das auch super viel Spaß macht und habe mich ja dann nach der Ausbildung dann auch entschieden, in diesem Sektor mich quasi auch weiterzubilden. Also ich habe dann Fachabitur gemacht, 1 Jahr lang und habe dann meinen Bachelor Management im Gesundheitswesen auch abgeschlossen und habe auch im Laufe des Bachelors und auch meiner Praxisphase immer wieder festgestellt, dass ich da mit Themen konfrontiert gewesen bin, die mir A, super viel Spaß machen und die B, eigentlich auch ein gutes Beispiel für die Zukunft tatsächlich sind, weil ich habe das immer spaßhaft zu meinen Kommilitonen und auch zu meinem Freundeskreis gesagt, die Menschen werden leider Gottes immer krank, Krankenhäuser wird es immer geben, egal in welchem Zeitalter wir uns befinden und ich glaube gerade aus dem Aspekt und auch aus gesellschaftlichen Gesichtspunkten ist das Thema Krankenhaus und auch Fachkräfteentwicklung und Führungskräfteentwicklung im Krankenhaus sehr wichtig. Weil, wie Herr Winkler so schön beschrieben hat, deswegen habe ich geschmunzelt, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken und die Patientenversorgung kann tatsächlich nur gut gelingen, wenn alle Zahnräder im Gesamtkonstrukt gut miteinander zusammenarbeiten. Ja, vielen Dank. Das wirft doch ein durchaus positives Bild auch auf das Krankenhaus und wenn wir sowas vermitteln können, auch junge Nachwuchskräften, dann müsste es doch eigentlich auch möglich sein, junge und gute und vielleicht auch den einen oder die andere Außergewöhnliche zu gewinnen. Meine Frage geht da nahtlos über an Frau Tanja Heiß von ID Native. Ihnen persönlich liegt ja die Entwicklung von Marken, Zielen und Werten sehr am Herzen. Während es in anderen Bereichen um Organisation geht, geht es Ihnen viel um, wir nennen es auch die Soft Skills, Marken, Ziele, Werte. Was meinen Sie, wie beurteilen Sie, wie wichtig ist es smarten Nachwuchskräften in einem erfolgreichen Unternehmen zu arbeiten und wie gut oder schlecht ist Ihrer Einschätzung nach denn die Marke Krankenhaus und wie anziehend und weniger anziehend ist sie denn aktuell? Ja, vielen Dank. Erstmal hoffe ich, dass man mich gut hören kann. Ich glaube, wenn Sie sagen, möchte jemand bei einer erfolgreichen Marke arbeiten, dann würde ich Ihnen da prinzipiell erstmal zustimmen. Ich glaube, jeder freut sich, wenn er stolz sein kann auf die Organisation, in der er tätig ist. Die Frage ist aber, was versteht man unter Erfolg? Also ist ein Unternehmen erfolgreich oder eine Organisation, die kann man das in Zahlen messen? Geht es da um Awards, die ich gewonnen habe oder geht es vielleicht eher um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit? Was zum Beispiel ein Punkt ist, den ich ganz, ganz wichtig finde. Und ich finde diese weichen Faktoren nicht wichtig, weil sie das Arbeitsleben ein bisschen angenehmer machen, sondern weil ich davon überzeugt bin und da gibt es auch viele, viele Studien bereits dazu, dass
Mitarbeiter, die sich sehr stark mit ihrem Arbeitgeber identifizieren, die zeigen ein deutlich höheres Engagement und am Ende sind das einfach auch andere Leistungsträger in einem Krankenhaus zum Beispiel. Und dann würde ich das Thema Einkauf als ganz, ganz wichtig sehen, dass wir da auch eben Leistungsträger sitzen haben. Also das heißt, die Identifikation spielt da schon eine große Rolle. Und wenn Sie fragen, wo sehe ich da die Marke Krankenhaus? Da würde ich sagen, ist das deutsche Krankenhauswesen sehr breit und auch sehr heterogen. Das heißt, wir haben natürlich Aushängeschilder, Kliniken, die eine klare Strategie haben. Die haben an ihrer DNA gearbeitet. Da sehe ich als Bewerber, was sind deren Werte? Und dann gibt es so ganz viele Klinik-Websites, Werbeanzeigen, Stellenanzeigen, in denen ich immer wieder lese, wir sind menschlich, wir sind solidarisch, wir sind wertschätzend, aber ich sage mal so, die Ecken und Kanten und auch diese Fehlerkultur fehlt an mancher Stelle. Ich muss zum Thema Fehlerkultur sagen, ich bin heute irgendwie so ein bisschen spiegelverkehrt, aber auch das gehört ja manchmal dazu, dass man die Dinge einfach, dass man auch manchmal, und das wurde ja auch vom Tim Bauer in dem Artikel mit angesprochen, dass es manchmal wichtig ist, auch zu diesen Fehlern wirklich zu stehen und aber auch wirklich herauszuarbeiten, was ist meine DNA, was sind meine Ecken und Kanten und womit kann ich dann vielleicht auch beim Nachwuchs punkten. Dann gehen wir gerne nahtlos über zu Frau Sabine Brase, Pflegedirektorin Klinikum Darmstadt. Gute Pflegekräfte im Krankenhaus sind ja genauso begehrt, speziell in den Funktionsbereichen und nicht selten, in Stuttgart war das eine Zeit lang üblich, wurden sogar schon Wechselprämien für gute Pflegekräfte bezahlt. Mit welchen Angeboten gelingt es Ihnen denn, gute Nachwuchskräfte zu finden und dann auch zu binden? Wie wichtig ist dabei auch die Work-Life-Balance den Mitarbeitenden, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Ja, das ist natürlich eine große Themenvielfalt, die Sie jetzt ansprechen. Und ich würde das so beschreiben, dass wir als allererstes natürlich an der Mitarbeiterbindung arbeiten, weil es nützt ja nichts, neue zu gewinnen, die hier nicht bleiben wollen, sondern alles darauf auszurichten, dass wir ein Klinikum sind, in dem man Perspektiven hat, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln und auf lange Frist eben auch in der Pflege arbeiten zu können. Das startet schon bei der Berufsausbildung, dass man schaut, wie kann man die Berufsausbildung, also die praktische Ausbildung, so organisieren in der Klinik, dass die Azubis schon so im Klinikum sich beheimatet fühlen, sag ich mal, und begleitet fühlen, dass sie im Prinzip schon zu uns eine emotionale Verbindung aufbauen und auch, sag ich mal, wenn wir das weiter unterstreichen mit Übernahmegarantien und auch Übernahmeverträgen, also es ist auch schon schriftlich fixiert, dass man nach der Ausbildung bei uns bleiben kann. So kann man sich konzentrieren auf die Ausbildung und muss nicht darauf abzielen, wo bleibe ich denn eigentlich, wenn hier meine Ausbildung vorbei ist. Im Gegenteil, man kann sich konzentrieren, wo möchte ich mich eigentlich beruflich verwirklichen, wo ist mein Team, in dem ich mich wohlfühle und in welchem Bereich kann ich mir meinen späteren Einsatz vorstellen oder auch die Entwicklungsperspektiven. Wir arbeiten stark daran, diese Entwicklungsperspektiven anhand eben auch von Kompetenzmodellen rauszuarbeiten. Und wir sind das erste akademische Lehrkrankenhaus für Medizin und Pflege hier in der Region. Das heißt, wir bieten gerade für Pflegende auch an, sich weiter zu qualifizieren und zu akademisieren und auch im Nachgang Einsatzmöglichkeiten und Einsatzfelder in der praktischen Pflege zu haben. Also es geht nicht darum, weg vom Patienten zu qualifizieren, sondern zu qualifizieren, um bestmöglich mit viel Wissen am Patienten wirksam zu arbeiten. Das machen wir werteorientiert. Ein großes Thema von mir ist die werteorientierte Führung. Und gerade wenn man so viele Sachen auch neu auf den Weg bringt, geht es immer auch um transformationale Führung, dass man sagt, welche Werte können hier uns unterstreichen und auch welche Kernkompetenzen bringt unser Unternehmen mit, dass die Pflegenden, aber auch alle anderen Berufsgruppen hier arbeiten wollen. In der Region haben wir das so gemacht, wir haben eine Marketingkampagne für Pflegende gehabt, in dem unsere Straßenbahn mit Pflegenden von uns beklebt war, und zwar aus zwei Perspektiven. Das eine war die Privatperson, was einen auszeichnet, welche Kompetenzen man hat, und dann die professionelle Perspektive. Und das ist so eine emotionale Kampagne gewesen. Also ich habe so viel Nachfrage bundesweit gehabt, weil das die professionelle Pflege unterstreicht und auch die Wertigkeit und die Marketingstrategie, die wirkt immer noch nach innen und nach außen.
Also es ist wirklich eine sehr tolle, weil die Pflegenden sich damit identifizieren. Die sagen, ich bin mit meinem Kollegen zur Arbeit gefahren, wenn ich in der Bahn sitze. Und man kommt darüber auch ins Gespräch und auch die Patienten und Angehörigen erkennen einen ja wieder. Und wir machen das natürlich weitergehend, dass man dann schaut, wie kann ich auch gesund im Beruf bleiben und erreiche auch gesund das Rentenalter in der Pflege. Also wir versuchen das ganzheitlich zu machen mit einem ganzheitlichen Ansatz und nicht nur punktuelle kleine Verbesserungen da zu erzielen. Ich möchte Ihnen noch ein Lob aussprechen, Ihre Straßenbahnaktion mit dem Speeddating, die war richtig cool, die fand ich super. Dankeschön, ja, da waren wir auch total erfolgreich und wir haben auch total viele Menschen für unser Haus gewonnen und auch jetzt auch die Corona-Pandemie hat nochmal dazu geführt, dass sich vermehrt Menschen gemeldet haben, die in der Pflege arbeiten wollen und auch die Ausbildungsplätze waren verstärkt nachgefragt. Interessant dabei ist, dass uns, also wenn wir in Schulen unterwegs sind, dass uns junge Menschen sagen, sie wollen den Beruf ergreifen, aber die Eltern raten ihn von dem Beruf ab, weil wir gesellschaftlich so einen Blick auf Pflege haben, dass das nicht gerade der attraktivste Beruf sein soll. Und wir sind mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt gekommen und haben gesagt, na gut, dann kommen wir doch zu eurem Elternabend und erklären den Eltern die Vielfalt und die Perspektiven von Pflege. Und das war dann auch das Zünglein an der Waage, weil die durften sich dann doch in der Pflege bewerben und haben wirklich jetzt schon die ersten Monate in der Pflegeausbildung absolviert und sind happy, dass sie bei uns sind. Ja, schön. Vielen Dank. Das war jetzt ein spannender Exkurs auch in die Pflege und die Gewinnung von Nachwuchskräften. Hört sich so an, als ob Sie genügend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen und haben. Und das freut uns. Ist ein wirklich klasse und interessanter Ansatz. Dankeschön. Bitte. Meine nächste Frage geht an Herrn Florian Bechtel, der ja auch aus der Pflege kommt oder zumindest dort arbeitet. Und auch ihn jetzt als jungen Menschen nochmal die Frage, was hat Sie denn motiviert, Gesundheits- und Krankenpflege zu lernen? Herr Dohmer, ich muss leider mitteilen, dass Herr Bechtle sich kurzfristig wegen eines persönlichen Schicksals im Familienkreis entschuldigen lassen musste. Es war sehr schade für ihn, aber wir verstehen seine Abwesenheit sehr und wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass wir ihn bei Folgeformaten wieder gewinnen können. Ja, das wünschen wir ihm von Herzen auch und wünschen, dass alles gut ausgeht. Jetzt habe ich eine Frage an die, das machen wir jetzt noch, den Herrn Tim Bauer, wenn er sich doch gerade auch da eingeschaltet hat. Herr Bauer, Leiter Beschaffungsperformance im Klinikum Region Hannover. Wie digital ist denn der Krankenhauseinkauf wirklich und wie wichtig ist die Digitalisierung bei der Gewinnung von smarten Nachwuchskräften denn im Einkauf? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ist ja auch einer meiner Leidenschaftsthemen letztendlich, die ich weiter vorantreibe entsprechend. Wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, wir haben hier verschiedenste Reifegrade. Es kommt darauf an, in welchen Kliniken man sich bewegt, in welchen Kontexten. Es gibt natürlich kleinere Kliniken, die da nicht so den Fokus auch drauf legen können im Gesamtkonstrukt. Alle versuchen natürlich, die Herausforderung zu nehmen. Ist auch nochmal ein wichtiger Appell in Richtung an Politik, wenn wir die Digitalisierung einfordern und auch als Antwort beschreiben, Fachkräfte auch Mangel auch in der Pflege, Medizin und Verwaltung entgegenzutreten, dann sollen sie es doch bitte schön auch finanzieren. Dann wird das Ganze vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber wenn wir es über die DIG nur machen, dann wird es natürlich sehr träge. Aber wir versuchen unser Bestes und auch Corona hat da deutlich einen Schub, glaube ich, reingebracht. Also zumindest diese Themen, die in Kliniken entsprechend vorher mal No-Go war, so Homeoffice und so, böses Wort, nicht anfassen, hat sich mittlerweile gelockert. Aber auch da einmal eine Anekdote aus dem eigenen Umfeld. Gerne. Wir haben dann jetzt auch alle gelernt, schön natürlich Videokonferenzen zu machen, also um es organisatorisch aufzustellen. Natürlich das, was üblich im Alltag ist, nicht wie in diesem Rahmen heute. Aber dann hat die IT bei uns in dem Fall, nicht weil sie böswillig ist, aber man musste den Riegel wieder davor stellen. Skype war installiert, aber die Kameras sollten doch bitte ausgehalten werden, weil die Serverkapazitäten sonst gesprengt werden. Ja, das ist natürlich ein bisschen widersinnig, weil letztendlich dann kann man wieder zum
guten alten Telefonen greifen. Dagegen auch schon die Telefonkonferenz. Und naja, gut. Nur, by the way, das war gar keine Böswilligkeit. Man arbeitet weiter dran, auch an Kollaborationstools, die in der Verwaltung entsprechend einzuführen. Heißt, Microsoft Teams etc. möglicherweise mehr in den Fokus zu bringen. Im Klinikum Hannover haben wir eine Leidenschaft entwickelt für entsprechend das SharePoint-Umfeld, was deutlich mehr kann als nur eine Datenablage ist, aber von vielen nur dafür genutzt wird, da als Datenablage genutzt zu werden. Ja, wenn man attraktiv sein will, ich sage immer auch, da, das ist eigentlich ein Beispiel auf die Pflege, was ich auch immer gerne bringe, in Bezug auf Scanpoint Care, was ja einen gerade als oberstes Ziel hat, die Reduzierung von unsinnigen Tätigkeiten zu machen, um da wieder entsprechend mehr Raum für die Pflege zu bringen, als Hauptziel entsprechend sich auserkoren hat. Heutzutage ist man in der Schule konfrontiert mit Smartboards, mit Tablets etc. Und dann kommt man ins Krankenhaus, bekommt eine Vierfarbkugelschreiber und eine Kardex in die Hand gedrückt. Das finde ich immer so ein etwas irritierendes Bild ist. Aber auch da sind wir auf einem guten Weg. Die Schulen, auch die Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, jetzt Gesundheitsexperten, rüsten auf und nach und gewinnen da deutlich nach. Aber wie gesagt, Verwaltung ist immer so ein stiefmütterliches Feld. Wir sind immer mittlerweile, alle haben verstanden, wie richtig und wichtig wir sind. Einkauf auch gerade im Kontext von Corona gut ins Licht gerückt und alle haben verstanden, dass wir einen guten Job gemacht haben und auch immer noch machen und wie wichtig wir eigentlich alle sind. Damit will ich jetzt gar nicht den Einkauf, das ist natürlich heute eine Einkaufsveranstaltung, nicht so weit pushen. Wir sind alle wichtig, so wie es Vanessa Herbst schon gesagt hat, wir sind alle kleine Zahnräder im Gesamtsystem und nur wenn die alle gut ineinander greifen, dann kann die Uhr auch ticken und deswegen muss man auch entsprechend die Verwaltung natürlich auch mit entsprechenden Tools ausstatten. Auch da ist es wichtig und um vielleicht auch zukünftige Kräfte für die Verwaltung, für den Einkauf zu gewinnen, ihnen Möglichkeiten geben, sich auszutoben, mal Dinge auszuprobieren, mal eine Software mit der IT oder mit einem externen Partner zusammen zu entwickeln, um einfach auch diesen Zugang, den man heutzutage hat, entsprechend auch zu dem Thema zu nutzen und für alle zum Vorteil zu bringen. Ja. Mhm. Ja, ich dazu denke, noch was ergänzen darf. Gerne. Aus Recruiting-Sicht, also Thema Digitalisierung, das ist ja auch im Recruiting zunehmend wichtig, gerade weil wir nicht so viele Leute haben, die sich unbedingt von sich aus aktiv bewerben, sondern gefunden werden wollen. Und wir haben deswegen bei uns im Klinikum Region Hannover das Konzept komplett digital umgestrickt und haben jetzt einen Algorithmus, der unsere Stellenanzeigen entsprechend im Netz verteilt. Und wo wir dann beim Thema Finanzierung sind, weil Tim gerade gesagt hat, dass da nicht so viel Geld zusammen bereitgestellt wird. Wir haben festgestellt, wenn man mal zusammenträgt, wofür das Geld ausgegeben wird und dann die, weiß ich nicht, wie vielen Anzeigen im Ärzteblatt hat, die 8.000 bis 10.000 Euro kosten, damit kann ich schon eine ganze Menge digitaler Tools dann einkaufen. Und unsere Bewerberzahlen sind aufgrund dieses digitalen Konzeptes massiv angestiegen in diesem Jahr, in allen Berufsgruppen. Mhm. Gut, davon können sicher viele derer, die zuhören und zuschauen und vielleicht auch gerade deshalb zuschauen, weil sie lernen wollen, wie sie smarte Nachwuchskräfte gewinnen, doch schon interessante und wertvolle Inputs mitnehmen. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt gerade eine Frage an die Regie, denn eigentlich ist unsere Zeit des Forums ja abgelaufen. Ich habe auch ein technisches Problem. Ich sehe nicht, ob Chatfragen angekommen sind. Und deshalb einfach mal eine Frage an die Regie. Wie wollen wir weitermachen? Und gibt es noch Chatfragen, die Sie dann gegebenenfalls stellen müssen? Dann melde ich mich mal kurz zu Wort. Haben Sie vielleicht auch gesehen, ich habe so eine kleine Sanduhr schon mitgebracht, noch 5 Minuten. Also von unserem Ablauf heute und weil wir doch auch noch ein bisschen, glaube ich, mal Luft holen sollten, ein bisschen fürs leibliche Wohl vielleicht sorgen und eine kleine Pause benötigen, wäre mein Vorschlag an die Runde, die ich total spannend fand, dass, Herr Trummer, wenn Sie noch vielleicht zum Abschluss was sagen möchten, wir aber Sie dann auch, wie alle anderen, in die Mittagspause verabschieden, bevor allerdings der Matthias Berg und ich noch ein paar Infos geben möchten, was uns am Nachmittag erwartet. Passt das so für Sie, Herr Trummer? Ja, doch. Super. Passt prima. Und ja. Ich hoffe doch. Die Frau Herbst, Vanessa, du wolltest noch was sagen? Ja, ein kurzes Schlussstatement vielleicht noch. Ich habe im Chatverlauf mit, also ein Anliegen quasi gehabt. Ich bin ja auch gelernte Kauffrau im Gesundheitswesen und das heißt ja nicht, dass man dann zwangsläufig immer irgendwie im,
ja, in der Buchhaltung oder sowas landet oder im Personalwesen. Das ist ja auch vielfältig einsetzbar, diese Fachkräfte tatsächlich. Und ich glaube auch, dass Krankenhäuser in der Zukunft mehr diesen Ausbildungsberuf pushen sollten. Mhm. Klar ist Pflege und Ärzte, die sind super wichtig fürs Krankenhaus, aber ich bin der Meinung, dass gerade die Verwaltungsmitarbeiter doch sehr noch Verwaltungsakt getrieben sind. Gerade öffentliche Einrichtungen, denke ich mal, leiden noch in gewissen Dingen an diesem, an diesem Relikt, sodass es, glaube ich, Sinn macht, wirklich eigene Kräfte auch in der Verwaltung im Krankenhaus auszubilden und diese dann auch mit entsprechenden Maßnahmen am Unternehmen dann auch anbinden zu können. Also ich kann das nochmal bekräftigen, auch von meiner Seite. Also bei uns ist es auch jederzeit möglich, Praktikum zu machen. Und sage ich mal, selbst wenn man Gesundheitsökonomie studiert und egal, wo es einen hintreibt, warum soll man kein Praktikum oder Praxissemester in einer Pflegedirektion oder in einem anderen Bereich eines großen Klinikums absolvieren? Ja, vielen Dank für die wertvollen Ergänzungen. Wenn ich es zusammenfassen darf, was ich heute von Ihnen so mitgenommen habe, würde ich es einfach mal so ganz pauschal beschreiben. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, bei attraktiven Marken, bei modernen Jobangeboten, speziell auch im Einkauf. Aber manchmal fehlt uns auch das Selbstbewusstsein und das Markenbewusstsein, habe ich aus Ihren Ausführungen entnommen. Aber Gott sei Dank sind wir auch nicht mehr da, wo wir angefangen haben, als der Einkauf noch seinen Keller besetzt hat und als man in den Einkauf Mitarbeiter abgeschoben hat, die man sonst nirgends gebraucht hat. Da glaube ich schon, dass das Management Notwendigkeit und Wichtigkeit erkannt hat. Ich dachte, die sind in der Personalabteilung, die Abgeschobenen. Nein, nicht wirklich. Im oder? Archiv. Zum Glück auch. Haben wir jetzt keinen Personalleiter da. Den müssen wir mal fragen. Ja, das ist so meine Wahrnehmung, auch was Sie so an Inputs gegeben haben, nicht darauf zu setzen, gute Leute einzukaufen, sondern vielmehr gute Leute auszubilden, ihnen Freiräume zu geben, digitale, moderne Prozesse anzubieten, ihnen auch Freiräume zu geben, Projekte zu gestalten und sich, wie Herr Tim Bauer sich ausgedrückt hat, auszutoben. Wenn das alles gelingt, und ich glaube, wir sind da in den Kliniken auf einem guten Weg, dann glaube ich schon auch, dass die Krankenhäuser in Deutschland sich mit breiter Brust ins Rennen um smarte Nachwuchskräfte stürzen dürfen. Mit Selbstbewusstsein und Vertrauen darauf, dass sie einen guten Job anbieten. Und fleißig damit werben, dass die Krankenhäuser ein Bereich sind, wo man Arbeit mit Sinn findet. Genau. Und wie wir jetzt in Corona gelernt haben, auch systemrelevant sein darf. Genau. Das ist ein schönes Update-Statement. Ich danke Ihnen, Herr Drummer, für die tolle Unterstützung und Moderation. Ja, ich soll Ihnen noch schöne Grüße. Sie haben auch scheinbar sehr gute Pionierarbeit geleistet. Eine ehemalige Mitarbeiterin von Ihnen ist heute auch mit dabei und hat sehr lobende Worte über Sie verlassen. Also sinngemäß, Herr Drummer ist der Beste. Also auch Sie haben da bei den Youngstars scheinbar entsprechend einen bleibenden Eindruck hinterlassen und die Leute im Krankenhauseinkauf entsprechend geprägt. Vielen Dank. Bleibt noch einen Satz zu sagen. Wir wollen gerne Folgeformate auflegen, weil die Zeit, das wussten wir, für die Breite der Themen sehr breit aufgestellt ist. Schreiben Sie uns gerne über den Chat oder auch über den Kanal Zukunft, alle Kanäle von Zukunft Krankenhauseinkauf an, welche Themen Sie gerne weiter verfolgen wollen würden und ob entsprechend, ob das, was Sie interessiert. Und wir greifen das auf und bringen das in unsere weitere Planung der nächsten Folgeformate gerne mit ein. Vielen Dank und ja. Dann übernehme ich nochmal mit dem Matthias kurz. Herr Drummer, vielen, vielen Dank an Sie. Vielen lieben Dank an alle Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten. Jetzt kommt noch eine kleine Ankündigung, was Sie alle am Nachmittag, nach der, würde man sagen, doch sehr sportlichen Mittagspause erwartet. Der Matthias schmunzelt schon, der hat Glück, weil der wird sich dann verabschieden, weil er heute Nachmittag leider einen anderen Termin hat. Matthias, wir hatten ja gesagt, dass ich mal kurz erzähle, was da dieses Speed-Dating, was es damit auf sich hat und du würdest dann noch die weiteren Sachen kurz ansprechen. Ist er denn noch da?
Da ist er ja. Speed Dating, 13 Uhr wollen wir pünktlich starten, weil wir im Programmablauf, Sie ja schon gesehen haben, nicht nur 25 Referenten 2 Minuten Zeit bekommen, so um mal Ihr Statement zu dem Oberthema Zukunftseinkauf, Chancen nach Corona-Nutzen abgeben. Da sind auch Einkaufsgruppen vertreten, da sind aber auch Vertreter von Hochschulen vertreten. Also ein ganz buntes Bild, Lösungsanbieter. Und um da einfach neutral zu bleiben, werden die in alphabetischer Reihenfolge ihres Nachnamens sich auf den Weg machen und Luft holen und 2 Minuten lang möglichst für uns langsam und deutlich das vorstellen, was sie mitgebracht haben. Und dann wird es sicherlich für alle Teilnehmer, so könnte ich mir das vorstellen, nach so vielen Impulsen vielleicht auch einen Redebedarf geben. Und so haben wir dann uns gedacht, wir trauen uns, das Team, Technikteam traut sich, wir werden, wenn Sie möchten, Sie mitnehmen, in kleinen Gruppen über die Speed-Datings, die 25 Beiträge, sich auszutauschen mit anderen Teilnehmern. Details, wie das dann abläuft, kriegen Sie kurz zuvor von mir dann noch beschrieben. Matthias, was kommt danach noch? Genau, dann gibt es noch eine Take-Home-Message, wo sich der eine oder andere vielleicht gar nichts vorstellen kann, aber das ist auch Sinn und Zweck des Ganzen. Und zwar wird der Thomas Gallmann auch allen Protagonisten bekannt, eine Ad-Hoc-Session mit frischen und überraschenden Gesprächspartnern in den Nachmittag hineinstreuen. Und ich hoffe, dass ich somit genug Fragezeichen aufmache, damit man auf jeden Fall über diesen Nachmittag weiterhin in unserer tollen Veranstaltung verweilt. Es gibt dann noch einen organisatorischen Hinweis. Sie können heute alle an diesem Format kostenlos teilnehmen und im Namen der Community um Zukunft Krankenhaus und des Einkaufsportals würde ich Sie gerne animieren, einerseits vielleicht über eine freiwillige Abgabe oder eine freiwillige Unterstützungsmaßnahme nachzudenken. Und zwar gibt es ein Unterstützerkonto. Da finden Sie alle Informationen auf Zukunft Einkauf, Krankenhaus Einkauf Portal. Dort können Sie einerseits direkt eine Spende entrichten, die dafür genutzt wird, auch die Community weiter auszubauen. Stefan und Tim wollen ja einiges weiter auf den Weg bringen und dafür braucht es am Ende des Tages auch eine gewisse Struktur, um auch die anfallenden Kosten zu decken. Und darüber würden sich die Protagonisten und der gesamte Think Tank freuen, dort ein Stück weit Unterstützung zu erfahren. Sie finden auch einen entsprechenden Fanshop. Bei Stefan und Tim sieht man die Sachen heute auch schon am Körper in Form von T-Shirts, in Form von Cappies, wie wir es gesehen haben. Genau, Tim, wunderbar, du bist nochmal im Bild. Also auch da können Sie sich einerseits als Teil der Community darstellen nach außen und somit auch diese Initiative weiter unterstützen. Die Organisatoren haben sich im Vorfeld dann aber auch überlegt, welchen Beitrag sie vielleicht noch leisten können. Und da sind sie unmittelbar sogar diejenigen, die da vielleicht eine Spendensumme an eine Einrichtung der McDonald's Kinderhilfestiftung beeinflussen können. Ich selbst arbeite in Köln in dem Haus der McDonald's Kinderhilfestiftung, was direkt an der Kinderklinik Amsterdamer Straße angesiedelt ist, ehrenamtlich. Da werden ja Elternzimmer bereitgestellt. Für jedes Feedback, und Sie erhalten nach der Veranstaltung ja ein E-Mail, weil Feedback ist ja auch ein Geschenk für die Organisatoren. Man hat im Chat schon gesehen, es gibt schon einige Vorschläge, was man vielleicht noch berücksichtigen kann. Ich möchte jetzt nicht sagen, besser machen kann. Also für jedes von Ihnen online ausgefüllte Feedback geht 2,50 Euro an die McDonald Kinderhilfe Stiftung. Soweit. Dann würde ich Sie in die Mittagspause verabschieden, aber auch den Matthias verabschieden, weil Matthias ist heute Nachmittag in einem Projekt unterwegs. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Teilnehmern ging es auch so. Deine kritischen Nachfragen lieben wir alle. Vielen, vielen Dank an dich und wir hören uns wieder. Jetzt gucke ich auf die Uhr sportlich, eigentlich in 19 Minuten, aber das schaffen wir, oder? 13 Uhr geht es hier an dieser Stelle weiter im Programm. Nicht nur Speed Dating, sondern Speed Eating und wir hoffen, dass Sie alle dabei bleiben. Genau. Einen erfolgreichen Nachmittag wünsche ich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank, Matthias. Bis bald. Ciao.